In Deutschland kommen jedes Jahr mehr als 200.000 Jugendliche nach der Schule nicht in Ausbildung, obwohl die Wirtschaft händeringend nach Azubis sucht. Die Gründe sind vielfältig. Ich war nie in der Schule da, habe mich nicht um Schule gekümmert, also habe ich auch keine Chance für Quali bekommen. Und selbst mit Schulabschluss schaffen viele den Übergang nicht gleich. Ich habe nicht gewusst, was ich machen will. Und ich habe nicht so richtig irgendwelche Vermittlungen gekriegt. Aufgefangen werden sie häufig im sogenannten Übergangssystem. Zum Beispiel in einem Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsschule. Lehrer Johannes Graf möchte sie hier fit machen für eine Ausbildung. Doch er weiß, wie schwer das ist. Wenn einer, der aus dem Übergangssystem eine Ausbildung findet, in der er glücklich ist, die ihm Spaß macht, wo er sein eigenes Geld verdienen kann, auf eigenen Beinen stehen kann, dann war schon gut. Doch Unternehmen schlagen angesichts des Fachkräftemangels und Tausender von Babyboomern, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, Alarm. Das führt in eine Katastrophe, wenn wir nicht anfangen, uns den Jugendlichen zuzuwenden, die jetzt vom Betrieb und vom Arbeitsmarkt abgelehnt werden. Frühjahr 2022. Jannik ist 16 Jahre alt und besucht das Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsschule für Gastronomie und Lebensmittelhandwerk in Nürnberg. Er ist eher zufällig hier. Eigentlich hatte er vor, die 9. Klasse zu wiederholen, denn er hatte gar nicht damit gerechnet, dass er den qualifizierenden Mittelschulabschluss schaffen würde. Dass ich dann geschafft habe, war ein großer Schock für mich, weil ich nicht gedacht habe, dass ich so weit komme. Und hatte ich dann halt nur noch die Möglichkeit übrig, weil ich habe mich für nichts beworben. Weil ich selbst von der Lehrerin von mir gehört damals, mit Quali, ohne Quali kommt man nicht sehr weit in vielen Betrieben. Also hatte ich da eigentlich nichts. Wer wie Jannik nach der Mittelschule keinen Ausbildungsvertrag hat, landet häufig im BVJ. Das Berufsvorbereitungsjahr ist eine von vielen Maßnahmen im sogenannten Übergangssystem. Ziel ist, dass Schüler praktische Berufserfahrung sammeln und nach diesem Jahr auch eine Ausbildung finden. Im Betrieb oder einer Berufsfachschule. Wer keinen Mittelschulabschluss hat, kann diesen im BVJ auch nachholen. Hey, guten Morgen. Hallo. In der Klasse von Johannes Graf lernt Jannik heute, wie man eine Bewerbung schreibt. Das ist während der Corona-Zeit in der Schule zu kurz gekommen. So ein Einstieg in eine Bewerbung, wo nicht nur drin steht, also ich bewerbe mich bei Ihnen, sondern wirklich Gedanken zu machen, warum genau ihr für diese Stelle passt. Es wurde das komplette Layout geändert, weil es war ja vorher einfach nur so ein Blatt, wo drauf stand, ich möchte den Beruf haben. Jetzt hat man ein Deckblatt, ein Anschreiben und die richtige Bewerbung. Dann so noch die Anlagen wie Zeugnisse und so weiter. Und das Bewerbungstraining hat etwas gebracht. Jannik bekommt im April die Zusage für einen Ausbildungsplatz in einem Hotel. Johannes Graf unterrichtet an der Nürnberger Berufsschule unter anderem Mathematik und Deutsch. Ihm liegen die Schüler am BVJ besonders am Herzen, weil er findet, dass sie bessere Chancen verdient haben und weil der Arbeitsmarkt sie dringend braucht. Es gibt ganz, ganz viele, die nach der Mittelschule dastehen und gar nicht wissen, was sie wollen. Die wissen es nicht. Und dann machen sie nichts und dann werden sie zugewiesen. Dann haben wir natürlich Abbrecher, die einfach eine Ausbildung erstmal angefangen haben, die das Glück hatten, die eine Ausbildung bekommen haben, haben dann gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich, wurden vielleicht auch schlecht behandelt. Und auch die kommen dann zu uns an die Schule. Oder einfach welche, wo die Eltern nicht hinten dran stehen, die da einen Quali haben, die eigentlich ein gutes Zeugnis haben, aber keiner sagt, bewerb dich mal, jetzt geht's los. Johannes Graf hatte zunächst eine Ausbildung zum Automobilkaufmann absolviert, bevor er die Laufbahn als Berufsschullehrer einschlug. Inzwischen unterrichtet er überwiegend die herausfordernden BVJ-Klassen. Das war eher Zufall, aber im Endeffekt sehe ich mich da zu 100%, weil ich einfach selber zur Schulzeit große Probleme in der Schule hatte und mir oft gewünscht habe, einen Lehrer zu haben, der vielleicht auch mal hinter die Facetten schaut. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich das jetzt weitergeben kann. Hallo.
Junge Menschen brauchen engagierte Lehrer und Ausbilder, die ihnen Mut machen und an sie glauben. Besonders, wenn sie vielen Belastungen ausgesetzt sind. Das hat auch Michelle erfahren. Bereits 2 Ausbildungen hat sie abgebrochen, bevor sie bei der berufsbezogenen Jugendhilfe der Diakonie Hasenbergl die Unterstützung gefunden hat, die ihr zuvor fehlte. So das Wichtigste am Arbeitsplatz, dass man sich wohlfühlt und man ist irgendwie froh, dass man als Mensch da ist und dass man irgendwie sieht, okay, ich werde gebraucht, weil ich bin und nicht, weil ich ein Arbeitnehmer bin. Und das, finde ich, sollte es überall geben. Michelle ist 23 und hat die mittlere Reife mit Note 2 bestanden. Eine Ausbildung zu finden war für sie nicht schwer. Aber sie hatte schon während der Schulzeit mit psychischen Problemen zu kämpfen. Du bist halt einfach groß, du musst mir ein bisschen entgegenkommen. An Wochenenden verbringt sie viel Zeit mit ihrem Pferd Lieschen. Es gibt ihr Halt. Und das ist halt so, was ich so faszinierend an ihr finde, weil einfach nichts bringt sie aus der Ruhe so wirklich. Und da bin ich mit meinem Kopf manchmal sehr dankbar für, weil sie das einfach sozusagen ausgleicht, dass sie die Ruhe ist, die ich manchmal einfach nicht habe. Nach der Schule entschied sie sich dafür, Bürokauffrau zu werden. Denn mit diesem Beruf verband sie eine bestimmte Vorstellung von heiler Welt. Also es war halt schon immer so, dass meine Eltern beide als Bürokauffrau und Mann tätig waren. Also mein Papa in der IT und meine Mama halt einfach irgendwo in der Verwaltung. Und das hat für mich halt einfach immer ein Bild ergeben. Zu Hause meine Mama mit dem Laptop auf dem Schoß und der Papa mit dem Kaffee an seinem PC. Und das hat für mich immer sehr harmonisch gewirkt. Und deswegen wollte ich das halt dann auch immer haben. Die Ausbildung wurde zum Fiasko. Das fing damit an, dass ihr Äußeres kritisiert wurde. Die Piercings sollten weg. Auch die Haarfarbe, damals lila, erregte Ärger. Ich bin auch nicht der Mensch, der 24/7 irgendwie freundlich ist. Also ich sag halt auch etwas, wenn mir was nicht passt. Und das hat halt da einfach keinen Platz gehabt. Also wenn ich mich da irgendwie aufgeregt habe, hat es gehießen, das macht man so nicht. Und Ausbildung ist halt einfach eine Ausbildung und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also die ganzen Standardsätze, die man halt so hört. Und da war halt dann einfach der Moment, wo es mich dann einfach innerlich zerbrochen hat, dass ich, egal wie ich es gedreht habe, nie gepasst habe. Und mich das dann psychisch so kaputt gemacht hat, dass ich dann in die Klinik musste und die Ausbildung beenden. Michelle ging es daraufhin sehr schlecht. Sie machte eine Therapie und entschied sich anschließend, es ein zweites Mal mit einer Ausbildung zu versuchen, als Krankenpflegerin. In der Berufsfachschule kamen aber Schul- und Versagensängste wieder hoch. Auch diese Ausbildung brach sie ab. Also nach den 2 Ausbildungen hatte ich eigentlich schon immer so das Gefühl, das ist nichts für mich. Also ich bin nicht geschaffen für eine Ausbildung, weil einfach ich dem Druck nicht standhalten kann, weniger wert zu sein wie der andere. Und habe dann einfach so für mich entschieden, Ausbildung ist einfach, kommt für mich nicht in Frage, weil ich schaff's einfach nicht. In Deutschland haben immer mehr junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren keine abgeschlossene Berufsausbildung. In den letzten Jahren ist der Anteil gestiegen auf 17,8% im Jahr 2021. Das sind inzwischen rund 2,6 Millionen junge Erwachsene. Jugendliche, die keinen Schulabschluss haben, sind besonders benachteiligt am Ausbildungsmarkt. Dann wissen wir auch, dass Jugendliche, die beispielsweise zugewandert sind, entweder selbst zugewandert sind oder deren Eltern zugewandert sind, auch größere Schwierigkeiten haben, in der Ausbildung einzumünden. Und selbst wenn der Schulabschluss und die Leistungen gleich sind im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, können wir sehen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund mehr Schwierigkeiten haben, in Ausbildung einzumünden. Egge möchte unbedingt eine Ausbildung machen. Aber
Sich mit 16 Jahren für einen Beruf zu entscheiden, fällt ihm, wie vielen Jugendlichen, schwer. Er hat die Mittelschule mit dem qualifizierenden Abschluss verlassen. Doch seine Eltern sprechen kaum Deutsch und konnten ihm bei der Ausbildungssuche nicht helfen. Sie führen ein türkisches Restaurant in Fürth. Es ist bei uns ein Familienbetrieb, also die ganze Familie arbeitet mit. In der Wochenende komme ich so nachmittags und arbeite so bis abends und helfe halt so etwas mit einfach. Eine Ausbildung in der Gastronomie kommt für ihn nicht in Frage. Die harten Seiten dieses Berufs kennt er inzwischen. Aegis ältere Schwester Chansu versucht, ihn zu unterstützen. Auch in dieser schwierigen Phase. Ich bin selber medizinische Fachangestellte. Ich habe ihm auch empfohlen, vielleicht als Krankenpfleger oder auch Arzthelfer mal zu schauen, weil da auch viele Arbeitsplätze gibt für später, für Zukunft auch. Aber da hat er gesagt, nee, ich kann kein Blut sehen, kann ich nicht machen. Egge besucht nun nach der Schule erst einmal das BVJ, genauso wie sein Freund Asterios. Der war auf der griechischen Schule, hat sie aber ohne Abschluss verlassen. Beide sehen das BVJ jetzt als Chance, eine Ausbildung zu finden, die zu ihnen passt. Ob es ihnen gelingen wird? Weil beide spät dran waren, wurden sie von der Schulbehörde der Fachrichtung zugewiesen, in der auch Yannick vor einem Jahr war. Gastronomie und Lebensmittelhandwerk. Hier gab es noch freie Plätze. Aber warum hat es eigentlich nach der Mittelschule mit einer Ausbildung nicht geklappt? Hab's probiert mit Praktikums bei einem Friseur, aber hat mir doch nicht gefallen. Und da war ich mir noch nicht sicher, was ich genau werden wollte. Aber jetzt in der BVJ habe ich mich entschieden. Jetzt möchte ich halt Kfz-Mechatroniker werden. Wieso machst du so gut? Der 16-jährige Asterios bereut inzwischen, dass er seine Zeit an der griechischen Schule nicht ernst genug genommen hat. Ich war einfach nicht in der Klasse da. Ich habe einfach verkackt. Ich war nie in der Schule da, habe mich nicht um Schule gekümmert, also habe ich auch keine Chance zur Quali bekommen. Hier erfüllen unter 18-Jährige auch ihre Schulpflicht. Und ihr könnt schon mal euer Schneidbrett wegtun, aufräumen, hinter zum Abwaschen geben, weil ihr braucht den Platz zum Ausräumen. Im BVJ sollen Schüler an einen Beruf herangeführt werden. Stärker noch als in der Mittelschule sollen Praktika und der Besuch von Ausbildungsmessen dabei helfen. Also, ihr wisst Bescheid, in 2 bzw. 3 Wochen ist diese Messe, auf die wir zusammen gehen wollen, diese Berufsmesse. Eigentlich sind 18 Schüler in der Klasse von Johannes Graf. Aber auch heute ist wieder einmal nur knapp die Hälfte erschienen. Asterios und Egge kommen immerhin regelmäßig zum Unterricht. Fehlende Motivation, Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit. Nicht nur für Lehrer im BVJ eine ziemliche Herausforderung. Die haben ja auch nicht jetzt erst bei uns diese Probleme. Familiär, freundschaftlich, Peergroup, was auch immer. Sondern die haben ja diese Probleme schon in der Mittelschule. Und wie soll der Mittelschullehrer das schaffen, mit 30 Schülern diese ganzen Probleme zu lösen? Und dann noch die richtige Bewerbung zu schreiben, den Platz zu finden. Die Lehrer im Berufsvorbereitungsjahr müssen also das nachholen, was an der Mittelschule personell nicht zu schaffen war. Bildungsexperten raten. Ich denke, da müssen wir viel intensiver die Jugendlichen begleiten, schon während der Schulzeit und nicht erst im letzten Schuljahr. Da haben viele Bundesländer ja auch angefangen, die Berufsorientierung zu intensivieren, schon sehr viel früher mit berufsorientierenden Maßnahmen auch die Jugendlichen zu begleiten. Aber da ist noch sehr viel zu tun auch. Das andere ist, wir müssen Eltern beispielsweise auch viel stärker einbeziehen. Wir wissen, dass Berufswahlentscheidungen nach wie vor auch ganz stark von den familiären und von den sozialen Netzwerken abhängen. Das heißt also auch, die Eltern müssen in diese Prozesse mit integriert werden. Yannicks Eltern hatten ihm während des BVJ zugeraten, die Lehre als Hotelfachmann zu beginnen.
Im September letzten Jahres startete er mit der Ausbildung. Aber nur ein paar Wochen später erlebte er eine schwere Enttäuschung. Aus seiner Sicht hat er sich sehr bemüht. Doch dann der Schock. Ihm wurde während der Probezeit gekündigt. So mitten während dem Arbeitstag reingerufen worden. Hier ist die Kündigung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe in dem Moment nicht mal mehr gewusst, wie ich gefühlt habe. Ich habe einfach innere Leere gehabt. So als hätte ich irgendetwas verloren und würde es nie wieder zurückbekommen. Die Gründe für die Kündigung sind ihm bis heute nicht klar. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass ich nächstes Mal, wenn ich einen Betrieb finde, besser arbeiten sollte. Er war ratlos. Was sollte er jetzt machen, mitten im Ausbildungsjahr? Wieder zurück ins BVJ? Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg untersuchen Experten Ausbildungsabbrüche genau. Wenn Betriebe einem Jugendlichen eine Chance geben und das passt nicht, dann ist das kein Problem, weil die Erfahrung ist trotzdem wertvoll. Für den Jugendlichen natürlich erstmal schmerzhaft, sich was Neues suchen zu müssen. Aber es bringt den Jugendlichen, die Jugendliche trotzdem weiter. Und 50% beispielsweise der Jugendlichen, die eine Ausbildung abbrechen, starten eine neue Ausbildung und werden, der Großteil von ihnen schließt dann auch erfolgreich ab. Es ist paradox. Einerseits Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden, andererseits Betriebe, die verzweifelt nach Lehrlingen suchen. In Bayern ist die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen besonders hoch, vor allem im Handwerk. Die Firma Grötsch in Hersbruck baut Heizungen, Klima- und Sanitäranlagen. Ihre Handwerker sind seit der Energiekrise extrem gefragt. Anna Magdalena Heufelder ist die Frau mit der Herausforderung, Azubis zu finden. Bis zu 10 Ausbildungsstellen könnte sie besetzen. Für dieses Jahr haben wir tatsächlich noch keine Bewerber oder keine Azubis, die wir einstellen konnten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall absolute Not, Azubis zu bekommen. Wir versuchen es über Messen, wir versuchen es über Plattformen, wir versuchen es über Social Media, über klassische Anzeigen, also ganz breit gefächert. Dabei haben sie ihre Ansprüche schon ganz weit zurückgeschraubt. Wir bekommen teilweise, ich nenne es Bewerbungen, das sind eher E-Mails oder so, wo halt drin steht, ich möchte eine Ausbildung machen, das ist mein Name und das war's. Und auch diese Bewerbungen, diese Kontakte nehme ich als Leads auf und versuche die dann eben aktiv anzugehen, um erstmal einen Lebenslauf oder Zeugnis oder jegliche Informationen, die früher aus meiner Sicht in der Bewerbung standardmäßig dabei waren, überhaupt erst zu bekommen. In ihrer Not hat die Firma über ein Programm der Bundesagentur für Arbeit 3 junge Spanier als Lehrlinge eingestellt. Seit 6 Monaten lassen sich Robert, Axel und Hector bei Grötsch zum Anlagenmechaniker ausbilden. In Spanien hatten sie kaum Aussicht auf einen Job, trotz ihres Hochschulabschlusses. Das Unternehmen hofft, dass sie später als Fachkräfte auch bleiben. Der Bedarf ist so hoch, dass man hier die sprachlichen Hürden in Kauf nimmt. Und wie finden die 3 ihre Arbeit? Es ist mehr, als ich mir erhofft hatte, weil ich eine sehr klassische Vorstellung vom Sanitärberuf hatte. So Bäder machen, Duschen machen. Aber jetzt sehe ich, dass es viel komplexer ist. Und das gefällt mir schon. Doch obwohl sie über das Programm bereits einen Sprachkurs absolviert haben, gibt es Probleme. Auf der Baustelle und in der Berufsschule sind die Sprachbarrieren doch zu hoch. Deswegen mussten die 3 das erste Ausbildungsjahr vor kurzem abbrechen. Die Firma will ihnen eine zweite Chance geben. Jetzt heißt es Deutsch lernen. Bis zum 2. Anlauf können sie weiter im Unternehmen als Hilfskraft arbeiten und Geld verdienen.
Juniorchef Tobias Grötsch hatte eigentlich vor, zu expandieren. Aber er kann den vielen Aufträgen kaum mehr nachkommen und sieht sich inzwischen gezwungen, Aufträge abzulehnen. Ihm fehlt einfach das Personal. Ich weiß auch, wer von meinen Mitarbeitern in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen wird. Das sind dann aber nicht die, die gerade erst in den Beruf eingestiegen sind, sondern das sind die Erfahrenen und die Leistungsträger, die wir einfach beschäftigen. Und da habe ich natürlich dann schon große Bange, wenn uns die in absehbarer Zeit, wir sprechen hier von einem Zeitraum von 5 bis 6 Jahren, da gehen ungefähr 30 bis 40% unserer erfahrenen Führungskräfte in den Ruhestand und da fehlt halt einfach der Nachwuchs. 2022 hatten im Herbst 11,3% aller Gemeldeten nach einem Ausbildungsplatz Suchenden noch keine Stelle. Insgesamt 60.400 junge Menschen. Gleichzeitig blieben 13% aller betrieblichen Ausbildungsplatzangebote unbesetzt. Insgesamt 68.900. Experten sprechen von Passungsproblemen. Es gibt Wunschberufe der Jugendlichen. Und das passt nicht immer zusammen von den Qualifikationsanforderungen, auch von der regionalen Verteilung. Manchmal ist der Wunschberuf nur in einer anderen Region verfügbar. Und das beides muss eben zusammenkommen. Die Jugendlichen müssen eine realistische Einschätzung über ihre Stärken und Schwächen entwickeln. Die Betriebe lernen die Jugendlichen auch kennen. Und dann kommt es eben auch dazu, dass Ausbildungsverhältnisse zustande kommen oder eben auch nicht, weil es nicht passt. Ende März 2023 treffen wir Jannik wieder. Er hat mit Unterstützung der Nürnberger Berufsschule eine zweite Chance bekommen. In einer Brasserie, mitten in der Altstadt. Hier macht er seit 4 Monaten eine neue Ausbildung. Diesmal zum Restaurantfachmann. Sonst, wenn Sie noch irgendwas brauchen, einfach Bescheid sagen. Die Eier sind auf dem Weg. Ich habe mich in das Konzept und in alles, was für Kollegen hier direkt verliebt. Ich wollte hier bleiben für immer. Und dann habe ich meine Probezeit bestanden. Was auch etwas war, wenn man vorher aus der Probezeit rausgeschmissen wird und dann schafft man sie. Das ist das beste Gefühl, was es, glaube ich, gibt. Im Team der Brasserie Nitz fühlt er sich fast wie in einer Familie. Wenn ich jetzt mal nicht weiter weiß und habe keine Ahnung mehr, wie gehe ich jetzt noch mal richtig zum Gast hin, dass ich dann trotzdem immer noch zu einem Kollegen hingehen kann und mir es nicht erklärt wird im Sinne von, ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt, ganz langsam, sondern mir wird es vorbeigewacht wie beim ersten Mal. Personalleiterin Nadine Böhm hat alles in Bewegung gesetzt, Jannik noch mitten im Ausbildungsjahr zu übernehmen. Jannik, wie machst du das? Weil wir sind ja um 16 Uhr dann am Montag im Ofenland, Schoko-Workshop. Ja. Der Jannik hat sehr berührt von Anfang an. Also ich weiß, dass er einen Probetag hatte und hier im Team waren alle von, ich glaube, seiner Authentizität einfach irgendwie, ja, berührt. Anders kann ich es, glaube ich, gar nicht besser sagen. Und es war auch so, mein Kollege, der mit mir zusammen auch die Auszubildenden betreut, war auch gleich so beseelt. Ja? Weil ich glaube, er bringt einfach so viel Herz mit. Und es ist ganz wichtig für junge Menschen, dass sie kommen und das auch so zeigen können. Ich brenne dafür etwas. Ich habe einen Traum. Man braucht eine Beziehung, dass beides Platz hat. Ja, also dass ein Lob auch wirklich eine Wertigkeit für den Auszubildenden hat und dass aber auch eine Kritik richtig ist, dass sie am Beispiel orientiert ist, dass der Auszubildende auch was mit anfangen kann und sagen kann, ah, das habe ich verstanden, morgen probiere ich es mal anders. Und ich glaube, diese Beziehungsebene, die macht dann eine Ausbildung auch für den Auszubildenden so wertvoll. Und für uns sind es natürlich die Fachkräfte von morgen, ganz klar. Bei Johannes Graf und seiner Klasse steht Ende März ein wichtiger Termin auf dem Programm. Der große Berufsbasar an der Wirtschaftsschule in Nürnberg.
eine Ausbildungsmesse. Sie haben einiges vor. Wir haben Bewerbungen dabei, fertige, die wollen wir abgeben, dass wir da gleich einen guten Eindruck machen, persönliche Gespräche führen und dann im Bestfall vielleicht sogar bald einen Ausbildungsplatz bekommen. Ja. Eine gute Gelegenheit für Asterius und Egge, Betriebe kennenzulernen. Doch was ist mit dem Rest der Klasse? Verschlafen, kein Bock. Auch sehen einfach nicht diese Chance. Ja, das ist das Problem. Das ist auch oft der Grund, warum sie halt in diesen Zwischensystemen landen. Weil sie halt vielleicht da Probleme haben, in der Früh aufzustehen zum Beispiel. Pünktlich zu sein. Werden wir dann sehen. Ich bin mir sicher, später wird noch der ein oder andere kommen. Oder die ein oder andere. Hier, jetzt sind wir beim Thema. Jetzt kommen schon, ciao. Hi. Was? Ja, was? Hallo, ich habe angerufen, was war los? Verschlafen, ne? Das ist das Thema. Okay, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein, schauen uns mal um. Okay? Einmal im Jahr veranstaltet die Wirtschaftsschule in Nürnberg diese große Messe, bei der sich viele Arbeitgeber vorstellen. Aus Handwerk und Industrie, Groß- und Einzelhandel, Banken und Versicherungswesen. Zunächst geht es zu einem Autohaus. Hier möchte Egge sich als Kfz-Mechatroniker bewerben. Hier gehen wir rein und starten mal. Hallo, hallo, hi, hallo. Das ist der Egge. Ich gebe dir gerne mal zwei Flyer von uns. Also wir haben zwei verschiedene Fachrichtungen im Angebot. Das eine ist PKW-Technik, das andere ist System- und Hochvolttechnik. Für beide Ausbildungsberufe solltest du auf jeden Fall einen guten Quali haben. Hier wäre zwar mittlere Reife noch wünschenswert, aber wie gesagt, wenn du einen guten Quali hast und auch ein Praktikum überzeugst, kannst du hier auch die Ausbildungsstelle bekommen. Egges Bewerbungsmappe wird auch gleich abgegeben. Wir hören von Ihnen, würde ich sagen, oder? Mhm. Wunderbar. Danke. Bis dahin. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Gut gemacht. Es hört sich sehr spannend an. Ich möchte auf jeden Fall mal dort ein Praktikum machen. Weiter geht es zur DATEV, einer großen IT-Firma. Asterios findet Programmieren interessant und möchte später einmal Fachinformatiker werden. Zuerst mal ein Praktikum bei der DATEV richtig gut machen und danach nach dieses Jahr nach Ausbildungsstelle bewerben. Johannes Graf übernimmt, was Asterios noch schwerfällt, die Eigenpräsentation. Asterios ist super motiviert dieses Jahr und dein Papa macht, glaube ich, was mit IT, ne? Ja, mein Papa macht programmiert gerne und es gefällt mir halt und ich will es gerne weitermachen. Also. Ja, wir suchen natürlich ganz stark IT-Berufe, das ist so unser Schwerpunkt unseres Hauses. Wir sind ein IT-Haus, das Software programmiert. Ja. Was ist die Voraussetzung, um an der DATEV reinzukommen? Bei den Berufen ist es wahrscheinlich oft eine Realschule, der sich bei uns bewirbt. Aber wenn sich jemand anders mit einem Mittelschulabschluss bei uns bewirbt und wir sagen, hey, da ist die Motivation zu spüren und das ganze Gesamtbild passt einfach, dann laden wir die Person auch gerne ein ins Auswahlgespräch. Also, yeah. Fakt ist, ohne Schulabschluss geht hier nichts. Vielen Dank, ne? Bitte noch gute Gespräche. Ganz wichtig, du kommst bei uns in die Schule nach wie vor und du machst den Mittelschulabschluss. Gibst jetzt Gas, auch bei Frau Mord, auch bei den anderen, dass da die Noten passen einfach. Weil dann hast du deinen Mittelschulabschluss und ich bin mir ziemlich sicher, ein Praktikum wirst du bekommen. Ja, glaube ich auch. Ja? Mit diesen Namen. Ja? Und gute, dann machen wir eine gute Bewerbung zusammen, schicken wir die hin. Und dann mache ich mein Praktikum richtig gut, hoffe ich mal. Ich hoffe auch. Also ich traue es dir auch zu, sonst wären wir nicht hingegangen. Ich traue es mir auch zu, glaube ich. Ja, okay, dann schauen wir mal. Dahin. Ein Tag mit vielen Eindrücken. Alle sind erschöpft. In der Cafeteria der Berufsschule ziehen sie Bilanz. Was meinst du, wie ist dein Feeling so? Ich habe ein positives Gefühl. Okay, freut mich. Johannes Graf kämpft unermüdlich dafür, dass bis zum Schuljahresende möglichst viele seiner Schüler einen Ausbildungsplatz ergattern. Ich habe festgestellt, dass ich es nur schaffe, einen Einfluss auf die Schüler zu haben, wenn ich möglichst viel Zeit mit ihnen verbringe. Und das ist natürlich, wenn sie nicht kommen, kann ich ihnen nicht helfen. Und deswegen setze ich mir keine Zahl. Letztes Jahr war es super gut, dieses Jahr schaut es auch wieder ganz gut aus. Ist aber ein langer Weg, langer, harter Weg. Das Übergangssystem wird von Bildungsforschern schon lange kritisiert.
Es steht im Ruf, eine kostspielige Warteschleife für Jugendliche zu sein und gilt als unübersichtlich und ineffizient. Allein 301 Förderprogramme zur beruflichen Orientierung und Vorbereitung gibt es derzeit. Bund, Länder und EU investieren hier Milliarden. Also der Übergangssektor muss umstrukturiert werden, dort, wo er noch sehr unübersichtlich ist, wo er unterschiedliche Ziele verfolgt. Also da müssen wir klarer sein, was ist das Ziel dieser Maßnahme, und es muss viel konsequenter auf Ausbildung ausgerichtet sein. Wir haben übergreifende Maßnahmen, so nach dem Motto, da werden alle Jugendlichen jetzt reingesteckt, und wir schauen gar nicht genau genug, wo die Bedürfnisse und die Förderbedarfe für den Einzelnen liegen. In Hamburg steuert man da schon seit Jahren um. Seit 2011 gibt es einen neuen Bildungsgang an Berufsschulen, flächendeckend. Die duale Ausbildungsvorbereitung, kurz AV-Dual. In einer Lerngruppe sind 15 Schüler und Schülerinnen. Der Unterricht beginnt mit einem Check. Wer benötigt noch Hilfe in den Lernfächern? Wer Hilfe bei Bewerbungen? Wer hat noch Fragen zum Praktikum? Was ist ganz, ganz wichtig bei euch noch? Was müsst ihr heute noch unbedingt erledigen, damit es für euch gut weitergeht? Meine Gruppe, wir gehen nach hinten. Meine Gruppe, wir gehen nach hier drüben. Die Aufteilung in Gruppen ist wichtig. So wird die Unterstützung individuell auf die Schüler und Schülerinnen abgestimmt. Die beiden Fachkräfte verstehen sich als Mentoren. Und was ging's noch bei euch? Sigrid Kattner ist Sozialpädagogin. Sie begleitet die Schüler und Schülerinnen bei der Ausbildungsplatzsuche, im Praktikum und auch noch während der Ausbildung. Das heißt, was machst du dann, wenn du um 7.55 Uhr da ankommst? Dann begrüße ich meine Sehr Kollegen schön. Und die Kinder auch. Alle guten Morgen. Mhm. Jan Wiebusch ist Berufsschullehrer. In erster Linie für den Unterricht zuständig. Beide ergänzen sich. Zu den Mitarbeitern, genau. Ich merke es immer wieder in der Zeit, die wir hier unsere Schülerinnen und Schüler betreuen und weiterbringen auf ihrem eigenen Weg, haben wir immer Möglichkeiten, hier kannst du noch mal da reinschauen, kannst du noch mal darüber schauen, das ist doch eher so dein Gebiet. Und wir tauschen uns die ganze Zeit aus. Ja, wir sind ein Team, also wir leben Team. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis. Also man geht nicht nach der Arbeit, nach der Unterrichtsstunde sofort nach Hause, sondern man tauscht sich noch aus, wie war es heute, worauf können wir nächstes Mal achten, was braucht der oder diejenige noch. Ich glaube, das findet einfach im Team statt. Die AV-Dual dauert ein Jahr und ist verpflichtend für alle, die nach der 10. Klasse die allgemeinbildende Schule ohne Ausbildungsvertrag bzw. Anschlussperspektive verlassen. Agnessa ist 18 Jahre alt und hat vergeblich nach einer Ausbildung gesucht. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus Mazedonien. Vor ein paar Jahren ist sie mit ihnen von Italien nach Hamburg gezogen. Also früher war ich ja schüchtern in der Schule, allgemein. Ich habe mich sogar in der Klasse nicht mal gemeldet. Ich war diese schüchterne Person. So, ich hatte Angst zu reden. Aber seitdem ich in der AV-Dualschule bin, bin ich ja selbstbewusster geworden. Wir haben ja hier verschiedene Aufgaben. Ja, wir gehen im Praktikum, reden mit Menschen. Und das macht halt stärker. Viele Jugendliche sind noch recht orientierungslos, wenn sie frisch von der Schule kommend mit der AV-Dual beginnen. Es ist nicht so, dass sie hier ankommen und alles läuft gleich wie geschmiert, sondern da muss man wirklich auch hinarbeiten. Das heißt, wir fangen an mit dem klassischen Bewerbungstraining, Berufsorientierung. Wie recherchiere ich überhaupt nach Betrieben? Was liegt mir überhaupt? Wo sind meine Stärken? Was kann ich für einen Berufswahltest machen, der mich wirklich nach vorne bringt? Oberstes Ziel ist hier der Übergang in die Ausbildung, nicht das Nachholen des Schulabschlusses. Den mittleren Schulabschluss bekommen die Schülerinnen und Schüler ohnehin, sofern sie ihre Ausbildung mit Mindestnote 3,5 abschließen. Deshalb sind sie nur an 2 Tagen pro Woche in der Schule, an 3 Tagen im Betrieb. Ja. Von großer Bedeutung sind die Praktika. Agnessa hat 3 durchlaufen. Im Einzelhandel, in einem Hotel und nun in einer Bäckerei. Kommt noch was dazu bei Ihnen? 3,30 Uhr, macht das.
60 zu zurück. Das ist jetzt mein letztes Praktikum, bevor jetzt die Sommerferien beginnen. Und ich finde es richtig gut hier. Also ich werde bald hier Ausbildung anfangen, am 1.9. Und ich freue mich schon sehr drauf. Intensive Begleitung durch zwei Mentoren, viele verschiedene Praktika und enge Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben. Das hat Erfolg. Die Zahl der Jugendlichen, die nach dem Besuch der AV Dual einen Ausbildungsplatz finden, steigt stetig. 2022 lag die Quote bereits bei 45%. Verglichen mit früheren Berufsvorbereitungsmaßnahmen ist sie damit doppelt so hoch. Und auf Bundesebene? Im Juni wurde das sogenannte Weiterbildungsgesetz im Bundestag verabschiedet, das auch eine Ausbildungsgarantie enthält. Gewerkschaften und Verbände fordern sie schon lange. Ausgearbeitet wurde das Gesetz von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Teil des Gesetzes ist eine Ausbildungsgarantie, die im Einzelnen dafür sorgt, dass wir vor allen Dingen die Berufsorientierung in diesem Land verbessern. Unser Ziel muss sein, dass niemand von der Schulbank ins Nichts fällt, sondern dass wir den Menschen eine Chance geben, den jungen Leuten über Ausbildung ein selbstbestimmtes Erwerbsleben zu können. Mit den Stimmen der Koalition wurde das Gesetz verabschiedet. Abgelehnt wurde es von CDU, CSU und AfD. Die Linke enthielt sich. 2024 soll die Ausbildungsgarantie in Kraft treten. Dann können Jugendliche, die sich bisher erfolglos beworben haben, unter bestimmten Voraussetzungen eine anerkannte Ausbildung bei einem außerbetrieblichen Bildungsträger machen. Außerdem sollen Jugendberufsagenturen als zentrale Lotsen agieren, einen Mobilitätszuschuss Jugendliche unterstützen, die eine Ausbildung in einer anderen Region machen wollen, und Praktika noch stärker gefördert werden. Für die Jugendlichen, die sich beworben haben, die wissen, ich möchte diesen oder jenen Beruf gerne ergreifen, für die könnte eine Ausbildungsgarantie eine unglaubliche Chance sein, nicht unproduktive Zeit noch in weiteren Fördermaßnahmen zu verbringen, sondern quasi schon im ersten Ausbildungsjahr qualifiziert zu werden in der Berufsschule und mit einem überbetrieblichen Träger und immer mit dem Ziel, so schnell wie möglich in den Betrieb dann auch einzumünden. In der Schreinerei der Diakonie im Münchner Norden ist Michelle bereits im zweiten Lehrjahr. Junge Arbeit heißt das Programm und bietet 35 Ausbildungsplätze in verschiedenen Gewerken an. Dass Michelle hier eine Ausbildung gefunden hat, verdankt sie ihrer Mutter. Sie wandte sich an ein Beratungszentrum für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Von dort kam die Idee zu einem Langzeitpraktikum im geschützten Rahmen. Also ich habe, glaube ich, angefangen mit 4 Stunden täglich und war dann irgendwie am Ende des Praktikums eben bei diesen 8 Stunden. Und das ging so butterweich ineinander über, ohne dass da jetzt groß so ein Cut kam, okay, jetzt bist du in der Ausbildung, sondern so an sich war das einfach schwimmend. Also es war dann plötzlich einfach, hatte ich einen Vertrag unterschrieben. Michelle hat hier nicht nur die richtige Unterstützung gefunden, sondern für sich auch das Handwerkliche wiederentdeckt. In der Kindheit war das so mein Ding. Also ich habe Regalbretter zerschnitten, um mir daraus irgendwas zu bauen, habe dann dafür Ärger gekriegt. Aber so, ich war schon immer so das kreative Kind. Und das ist dann irgendwie über die Pubertät so ein bisschen verschwunden. Und dann eben im Praktikum habe ich gemerkt, okay, das Erschaffen und etwas selber erstellen. Und man fängt mit nichts an und hat dann plötzlich da etwas stehen. Das ist so das, wofür ich brenne, so ein bisschen. Die maßgefertigten Möbel müssen auch in dieser Werkstatt termingerecht an die Kunden geliefert werden. Also es ist schon so, dass ich hier die Arbeit leiste, wie in jeder anderen Schreinerei auch. Und auch mit Zeitdruck konfrontiert bin und mit Aufträgen, die ich jetzt nicht unbedingt gerne mache. Aber damit wird halt einfach komplett anders umgegangen. Dann heißt es eher, mach vielleicht ein bisschen langsamer, guck es dir noch mal aus einer anderen Perspektive an. Wer kann dir helfen? Was für Unterstützung brauchst du, damit du das hinkriegst? Junge Menschen brauchen manchmal besondere Hilfe bei ihrem Weg in den Beruf. Vor allem, wenn sie sozial benachteiligt sind oder individuelle Probleme haben. Michelle ist inzwischen so fit, dass sie auch anderen Azubis hilft.
Du hast gemeint, dass wenn ich das öle, ja, und ich das verkackt habe beim Ölen, ja, dass ich das dann nochmal ölen muss. Richtig. Was, die Tür ist gut, echt? Die Tür ist gut, die Tür ist einwandfrei. Das ist hier halt einfach eine komplett andere Dynamik, die viel wärmer ist und viel, also ich würde es jetzt nicht familiär nennen, aber es ist einfach um einiges wärmer wie in all den anderen Ausbildungen. Und dadurch, dass hier jeder so sein Päckchen zu tragen hat, achtet jeder immer so ein bisschen auf den anderen. Regelmäßig tauschen sich Michelle und ihr sozialpädagogischer Begleiter Paul Winter intensiv aus. Wegen ihrer Schulangst durfte Michelle das Berufsgrundschuljahr auslassen. Stattdessen lernt sie jetzt 3 Jahre im Betrieb, wo sie auch die theoretischen Inhalte nachholt. Viel Flexibilität und individuelle Förderung. Der richtige Weg für die Zukunft? Da würde ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass sich das immer rechnet. Wir haben in unserem Betrieb eine Quote von über 80% bei erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen. Das ist weit mehr als in den meisten Berufen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und die jungen Menschen, die bei uns die Ausbildung erfolgreich abschließen, sind im Normalfall durch die Widrigkeiten, die sie überstanden haben, so gestärkt, dass sie auch langfristig ganz banal Geld bringen, so, also dem Arbeitsmarkt zunutze kommen. So. Frust und Glück liegen bei Berufsschullehrer Johannes Graf oft nah beieinander. Das Schuljahr geht in wenigen Tagen zu Ende. Diese Jahrgangsklasse war schwierig. Trotz aller Bemühungen haben nicht alle einen Ausbildungsplatz bekommen. Man muss tatsächlich sagen, wir haben ja bei den 18 Schülern sind wirklich die Hälfte, also ich würde so sagen 9 bis 10, die waren keinen einzigen Tag da. Die sind noch nie angetreten. Das sind verschiedenste Gründe, warum die nicht kommen. Viele haben schon in der Mittelschule immer gefehlt, die kommen halt nicht. Das heißt, die müssen wir einfach rausnehmen, weil die von vornherein nicht da waren. Da hatten wir gar keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und die anderen, von denen haben wir jetzt tatsächlich 3 fix in ein Ausbildungsverhältnis bekommen. Am Schuljahresende sind es sogar 4. Egge und Asterios gehören dazu. Johannes Graf hilft ihnen, die Ausbildungsverträge auszufüllen. Ihre Pläne haben sich inzwischen allerdings geändert. Mit dem Autohaus und der Firma Datev hat es nicht geklappt. Und auch nicht mit Asterios Schulabschluss. Trotzdem, beide beginnen im Herbst eine Ausbildung zum Maschinenanlagenführer. Ich habe ein Praktikum gemacht und ich habe gezeigt, dass ich gut bin, auch ohne Abschluss. Und habe mich mit Mitarbeitern gut verstanden. Die haben gut über mich geredet. Der Ausbilder hat Gutes über mich gesehen und dann haben die gesagt, passt, auch ohne Abschluss. Ja, es ist halt ein schönes Gefühl so, dass ich jetzt ohne Gedanken in den Sommer jetzt reingehen kann. Mit halt einer Ausbildung jetzt. Und Yannick? Er hat in den letzten Monaten viel an Routine gewonnen. Und auch große Pläne für die Zukunft. Mein Ziel natürlich ist, irgendwann vielleicht hier auch Chef zu sein und meine eigenen Azubis großzuziehen. Aber fürs Erste ist mein Ziel, erstmal die Ausbildung zu schaffen. Verständnisvolle Ausbilder und engagierte Lehrer. Sie sind Garanten dafür, dass es noch mehr jungen Menschen gelingt, eine Ausbildung zu absolvieren. Davon wird die Wirtschaft profitieren. Und die Gesellschaft als Ganzes.